Hallo und willkommen zu Flinks spielt Age of Wonders Planetfall. Gerade heute rausgekommen und schon vorgeladen. Ist zwar inzwischen schon eine Stunde nach Release-Termin, aber Einstellung und ähnliches muss ich dann halt auch noch machen. Und infolgedessen fange ich jetzt damit an. Ganz am Anfang, wie an jeder meiner Let's Play-Serien, wenn euch das gefällt oder auch nicht gefällt, bitte schreibt Kommentare, gebt irgendeinen Daumen raus, abonniert meinen Kanal und vielleicht auch noch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Die Ankündigung werdet ihr nicht mehr von mir hören. Das mache ich bloß ein einziges Mal am Anfang. So, nun aber in die Sachen. Age of Wonders Planetfall, das erste Age of Wonders im Science-Fiction-Szenario. Und ich habe mir gedacht, ich spiele die Kampagne. Und das ganze Ding ist quasi blind. Ich habe mir die letzten beiden Tage so ein, zwei Let's Plays angeschaut, die ich schon vorher aufnehmen konnten, ohne groß drauf zu achten, sondern einfach bloß um so ein bisschen ein Feeling zu kriegen. Infolgedessen ist es im Prinzip ein komplettes Blind. Und wir erkunden das zusammen. Jetzt fangen wir ganz einfach mal mit einer neuen Kampagne an, weil ich will halt die Kampagne als erstes spielen und wenn ich die dann irgendwann mal durch habe oder auch mal zwischendurch, wenn ich andere Leute finde, die mit mir Multiplayer spielen wollen, kommen dann Szenarios. Aber wie gesagt, jetzt die Kampagne. The currents of the void shift around me. Follow my voice. My last possession. My name was Empress Carminia, and I was the last regent of the Star Union. We built a paradise on a thousand planets, a glistening web strung between the stars, but the cataclysm shattered all, leaving our people stranded and alien to one another. Whoever you are, whatever you have become, it is time to leave this dark age behind and return to the worlds of your ancestors. Uncover our secrets, but heed our mistakes. Forge a new empire, a new age of wonders. So, ich werde jetzt nicht Texte groß vorlesen, wo es eine englische Sprachausgabe für gibt. Ich gehe davon aus, dass die meisten, die meinen Kanal gucken, was ja noch nicht so viele sind, der englischen Sprache so weit mächtig sind. Außerdem sind ja auch die Untertitel mit dabei. So ein paar Erklärungen bei bestimmten Texten, gerade bei den Tutorial-Texten werde ich natürlich noch so sagen. Und wenn es nicht vorgelesen wird, dann werde ich das wahrscheinlich vorlesen. So, also, das Imperium ist kaputt gegangen und wir kommen jetzt wieder zurück. Und der Big Bo hat sich auch Age of Wonders Planetfall geholt. Ja, das ist jetzt die Kampagne. Das sind die Kampagnenplaneten. Da sind ein paar gesperrt. Dazu muss man bestimmte andere freispielen, so wie das aussieht. Wir fangen auf alle Fälle mit Dolos Minerva an, Tutorial. Da haben wir den Kontakt zu einer Forschungskolonie verloren und die Vorhut, das ist die Rasse oder wie man es nennen will, die man spielt. Die nennt sich, also dieser eine nennt sich Vorhut. Dann gibt es hier noch, bloß um das mal zu zeigen, könnten wir auch gleich spielen, aber ich will die der Reihe nach machen. Die Kirko, das ist eine insektenähnliche Rasse. Und die Dwar, die sehen klein und pummelig aus, könnte man also als Zwerge bezeichnen. Es gibt noch andere hier unten, aber da kann ich jetzt halt nicht draufklicken, um zu zeigen, was das ist. Es gibt insgesamt 6 Fraktionen, die man spielen kann. So viel habe ich schon mitbekommen. Aber wir fangen jetzt mit der Vorhut an. So. Und hier können wir den Kommandanten nicht anpassen. Das kann man in den Szenarien, da kann man sich den Kommandanten so anpassen, wie man will.
Auch das habe ich schon mitbekommen. Also, was ich so ein bisschen miterzähle, das habe ich schon mitbekommen. Wir spielen also den Kommandant Jack Gelder, der von der Rasse Vorhut ist. Und es gibt immer diese hübschen Mouseovers. Da kann man dann sehen, was das bedeutet. Die Vorhut besteht aus 10 Leuten am Rande der Gesellschaft. Die Auswirkungen von interstellaren Reisen in Kryostase und die damit verbundene Zeitdilatation machen ihnen nichts aus. Jeder Rasse hat bevorzugte Waffengruppen. 2 Stück meistens, soweit ich das noch weiß. Bei der Vorhut sind das Schusswaffen und Laserwaffen. Außerdem setzen sie Kampfdrohnen und Geschütze ein. Sie nutzen Propaganda und Militär. Haben mächtige Fernkampfeinheiten, aber nur ein schwaches Nahkampfpotenzial. So, dann gibt es eine Technologie. Da gibt es, glaube ich, auch 6 oder 8 oder sowas von. Hier ist sie jetzt halt vorgegeben, aber in einem Szenario kann man sich die auch je nach Belieben selber auswählen, welche man haben will. Jack Gelder benutzt die Void Tech. Und die Void Tech überwindet die Gesetze der Physik und erlaubt die Manipulation und Teleportation von Materie und Energie. Da haben wir superschnelle Einheiten, die auch teleportieren können, um Hindernisse zu überwinden und ähnliches. Wir können temporäre Klone von Einheiten erschaffen. Wir können die Feinde destabilisieren und verlangsamen und benutzt Blitzschaden und kinetischen Schaden. Blitzschaden und kinetische Schaden sind, glaube ich, Untergruppen von den anderen. Oder das heißt das gleiche, also Schusswaffen sind kinetisch, Laser sind Blitzschaden, wobei bei Laser gibt es, glaube ich, auch noch eine andere Schadensart. Das kann auch sein, dass es bei Schusswaffen noch eine andere Schadensart gibt. Jeder Kommandant hat gewisse Perks. Unser Jack Gelder hat 2 Perks und 2-mal keinen Hintergrund. Ach ja, es gibt verschiedene Sachen. Es gibt einmal die Angriffsausrüstung, die man auswählen kann normalerweise. Ich habe die Vorhut-Angriffsausrüstung. Dadurch bekomme ich die Skills Fernkampfspezialist und eine ruhige Hand. Also mit Fernkampf mache ich mehr Schaden und wenn ich aus der Deckung heraus feuere, treffe ich besser. Und ich habe ein Lasergewehr, was thermischen Schaden verursacht. Ja, das ist dann im Gegensatz zum elektrischen Schaden, Blitzschaden, die andere Sache, die bei Laser kommt, wenn ich mich nicht entsinne. Und ich habe eine Standardgranate, die in einem Gebiet kinetischen Schaden verursacht. Also dieses gelbe Sternchen ist kinetischer Schaden. Und die getroffenen Ziele ins Taumeln versetzt. Taumeln muss ich nochmal genau nachlesen, das wird garantiert erklärt. Dann gibt es einen Hintergrund, den man auswählen kann. Großer Kämpfer, toller Forscher oder sowas. Wir haben hier nichts. Dann gibt es in der Militärabteilung, also ich bin in der Militärabteilung, da kann ich zusätzliche Soldaten rekrutieren, die mich auf der Expedition begleiten sollen. Ich beginne das Spiel mit einer größeren Startarmee. Und Nachteile, man hat Perk-Punkte, habe ich schon gesehen, weil ich auch schon mal reingeschaut habe, wie so ein Szenario gestartet wird. Und ich habe keine Mängel und diese Perk-Punkte bei den Mängeln, die kosten Minus-Punkte. Dadurch kann man mehr Punkte auf die anderen Sachen verteilen, aber hat halt dann Mangel. So, da ich Age of Wonder schon spiele, seitdem das erste 1999 rausgekommen ist, denke ich mal, Anfänger brauche ich nicht. Wir gehen mal auf Fortgeschritten. Heldenwiederauferstehung. Da kann ich auswählen, was passiert, wenn ein Held zwar während eines Kampfes stirbt, seine Armee jedoch siegreich ist. Okay. Wiederauferstehung heißt, er taucht in der Startstadt oder in der Hauptstadt wieder auf. Nur beim automatischen Kampf, wenn er da stirbt, taucht er wieder auf. Oder niemals. Der wird niemals automatisch wiederbelebt. Wir lassen das Ganze mal auf immer stehen. Und können dadurch jetzt die Mission starten. Ganz kurz noch, ich will dieses Let's Play so machen, dass ich über den Daumen 20 Minuten Folgen mache und dann teilweise ziemlich harte Cuts mache. Das macht sich mit dem Hochladen einfach besser und ich produziere mehr. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Folge oder 2 Folgen am Tag hochlade, aber
Bloß damit ihr wisst. So, um die 20 Minuten. Ich werde es wahrscheinlich öfter vergessen, aber ich versuche es in 20 Minuten zu erledigen. Also starten wir mal die Mission. Ach ja, und jetzt haben wir schon 10 Minuten um. Also wahrscheinlich werden wir noch landen und dann in der nächsten Mission erst richtig, in der nächsten Folge erst richtig loslegen. Commander's personal record. Vanguard LCVP-86 emerged from void space intact. Our destination is a small planet located near to the anomaly in the system. Scans are showing nothing but static from the research outpost below. The distress call we received remains the only sign of life. Gut, wir kommen also da an und haben nur den Notruf. The void anomaly looms over the planet like a dark omen. These scientists must have been mad to study the phenomenon from this close. But it's not for me to question their motives. We're here to secure a foothold, search for any survivors, and investigate what happened. Prepare for planetfall. Ja, das ist wirklich ein bisschen dicht da dran an dem Dings. Ich weiß auch nicht, ob ich da forschen wollen würde. So, hier haben wir nochmal die Zusammenfassung von unserem Kommandanten. Und hier haben wir den Planetenscan. Das ist Dolos Minerva. Das ist eine winzige Welt mit dem Massentyp Pangea. Ich habe 1% Wasser und 99% Land. Die Ziele in dieser Mission sind Suche nach Überlebenden und herausfinden, was passiert ist. Schon mal geil animiert. Und damit sind wir auf den Planeten gefallen. Welcome, Commander. I am Ava, your autonomous integrated virtual assistant. Standard issue for every planetary governor of the Star Union. My messages will appear when important actions are undertaken for the first time. They can be reviewed at any time in the Imperial Archives. So, das ist unsere KI, die uns so ein bisschen durch die Schritte leitet und immer mal wieder auftaucht. Es gibt das Imperiale Archiv, diese blauen, kann man anklicken, so wie es aussieht. Und was ich noch nicht gesagt hat, dieses Sternchen, dieses Diamantensymbol und die farbliche Hervorhebung dienen als Hilfeleistung bei Entscheidungen, die früh im Spiel getroffen werden müssen, um die Entwicklung deines Imperiums voranzutreiben. Jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich aufs Imperiale Archiv klicke. Autsch. Kann ich da nicht scrollen? Ich müsste da doch. Doch, ich kann scrollen. Ich muss es bloß richtig treffen. Ja. Viele Sachen, die man nachgucken kann. Da können wir irgendwann mal gucken. Spielkonzepte, Technologien. Operationen, Einheiten. Ja, es gibt ein paar Einheiten. Da könnte ich wahrscheinlich elendig erstmal drin rumwühlen. Das lasse ich aber erstmal sein. Wir müssen einmal kurz gucken. Einheitenmods, wenn ich hier den Scrollbalken sehe, auch ordentlich zu tun. Fähigkeiten sogar noch mehr. Heldenskills nicht mehr ganz so viele, aber trotzdem noch genügend. Orte, das sind spezielle Orte. Und Koloniekonstruktion, was man so bauen kann. Gut, das lassen wir jetzt mal ein bisschen sein. Und machen lieber mit dem Tutorial weiter. So, Steuerung. WASD, also das kann ich jetzt nicht machen, weil das Ding da ist. Oder mit der Mittelmaus. Und vornehmen. Auswahl vornehmen, Auswahl. So, Planetenfall erfolgreich, Kommandant. Grundlegende Koloniesysteme werden hochgefahren. Gut, wir haben keine Zeit zu verlieren. Beginnen wir damit, die Kolonie aufzubauen und zu erweitern. Führen wir einen Oberflächenscan durch, um nach Überlebenden und bereits vorhandener Kolonieinfrastruktur zu suchen. Informiere mich, sobald unsere Forschungssysteme verfügbar sind. Jawohl, Kommandant. Kalibriere Sensoren neu und führe Oberflächenscan durch. In der Nähe wurde eine Biokuppel entdeckt. Es gibt jedoch keine Anzeichen von Überlebenden.
Setz den Oberflächenscan fort. Falls es hier Überlebende geben sollte, möchte ich das wissen. Ich erkunde die angrenzenden Sektoren und untersuche die Biokuppel. Darin sollten einige Vorräte enthalten sein, die bei der Erweiterung unserer Kolonie hilfreich sein könnten. So, das ist jetzt die erste Quest, die wir bekommen. Suche nach Überlebenden. Wir sollen eine Armee auswählen und den nahegelegenen Sektor erkunden. Und die Biokuppel, die da in der Mitte so schön ein bisschen leuchtet, untersuchen. Im Zielmenü wird gesagt, was meine momentan aktiven Aufträge sind. So, ich muss den nahegelegenen Sektor erkunden und ich muss die Kontrolle über die überwachsene Biokuppel machen und kriege dafür 82 Forschung und 34 Nahrung. Das nehmen wir mal an. So, latsche ich jetzt los oder gucke ich erst kurz noch ein bisschen rum? Wir können das ja mal ganz doof machen. Also Ziele, Dings hat er gesagt, da können wir mal kurz reinschauen. Da sind wir bei den Zielen. Objectives Interface gives an overview of available objectives. Quests can come from NPC factions or from special sources during the campaign. Okay, hier gibt es also das, was wir machen sollen. Habe ich hier einen Haken dran, das wollen wir gleich gucken. Dann kann ich noch Quests, also Nebenaufgaben oder sowas kriegen, die ich von NPC-Fraktionen bekomme. Und die geben mir Boni und verbessern meine Beziehung. Ah, da kann ich wahrscheinlich sagen, ich will das so ein bisschen mitverfolgen. So, hier haben wir noch nichts. Das gibt's auch erst später, so wie es aussieht. So, wir haben hier dieses eine gelbe Teil, wo wir hin müssen. Ach, das Anhaken, das zeigt er mir dann dort. Dann können wir das noch erstmal ausmachen. Genau, das ist unsere erste Hauptaufgabe. So, das wird unsere Armee sein. Armies contain up to 6 units on a single hex and are used to explore the world, attack enemy armies and defend colonies. Wähle das Porträt einer Einheit im Armeemenü unterhalb aus, um ihre Fähigkeiten anzuzeigen. To move an army, select it and then move the cursor to the hex you want it to go to. A preview of the route is shown with a blue path to indicate how far the army can move this turn. Jedes Feld hat eigene Bewegungspunkte, Kosten. Jede Einheit hat, wir behaupten, das ist die, genau, Bewegungspunkte da oben. Also das Ding hier kann 40, hat 40 Punkte, die anderen alle 32. Und die Felder, das werden wir gleich sehen. Genau, hier steht man, das ist Pilz, bewachsen und Busch. Oh. Ich und meine Stimme. Pilz, bewachsen und Buschland braucht 6 Punkte. Ein komischer Berg braucht 12. Ja. Und das ist Wald, der braucht 8. Und wir sehen, wie weit man laufen kann. Ich habe das eingeschaltet in den Optionen, dass der... So zeigt er diesen blauen Rand an. Jetzt zeige ich einen Finger drauf. Toll. Ich habe das so eingeschaltet, dass er mir dann immer nur anzeigt, noch extra in dem Grünen, wie weit ich halt noch laufen könnte. Das heißt, ich laufe mit... Nein, ich fange erstmal damit an. Heroes are special units that lead your armies. Commander, you are also represented as a hero on the map. So. Erstmal die Einheiten anschauen. Das hatten die ja auch gesagt. Ich glaube, die erste Folge werde ich gleich ein bisschen überziehen. So, die Helden sind Spezialeinheiten, die die Armeen anführen und die werden als einzelne Figur auf der Karte gezeigt. Wenn sie eine Stufe aufsteigen, kriegen sie Upgrade-Punkte, mit denen sie sich einzigartige Heldenfähigkeiten erwerben können. Viele Heldenfähigkeiten stärken die gesamte von ihnen geführte Armee und manche halt nicht. So, wir haben die Fähigkeit, legendäre Gegenstände zu führen, die gefunden werden können. Das sind dann wahrscheinlich so was, wo man hier dann was reinpacken kann. Das sind die beiden Waffen, die ich durch das Standard-Pack habe. Wenn ich da draufklicke, da kann ich draufklicken. Cool.
Und das könnte ich dann umändern. Das kostet immer was, so wie es aussieht. Und zwar das Blitz und das Blaue. Das Blitz ist die Energie. Das ist die wichtigste Währung des Spiels. Damit kaufen wir das ganze Zeugs. Das Kosmit gibt es nicht ganz so viel. Und wird für fortgeschrittene Einheiten verwendet. Dann haben wir das Wissen, wird für Forschung benutzt, höchstwahrscheinlich, und den Einfluss. Da können wir dann mit anderen Leuten ordentlich was tun, wenn wir genügend Einfluss haben. Gucken wir hier oben noch Knopf, fertig. Öffentliche Unterstützung ist neutral. Taktische Operationspunkte. Da kann man Operationen in einem taktischen Kampf verwenden. Sofern ein Kampf innerhalb deiner operativen Abdeckung stattfindet. Okay, operative Abdeckung müssen wir nochmal gucken. Dann gibt es die strategischen Operationspunkte. Also das sind Sonderfähigkeiten im Kampf. Das sind Sonderfähigkeiten auf der Karte. Bei den alten Age of Wonders war es Kampfzauber nicht Weltzauber, also ganz, ganz Anfang in Age of Wonders 1 hieß das, glaube ich, Weltzauber. Und dann haben wir Doktrinplätze, da können wir globale Doktrinen festlegen und wie viel ich da halt gleichzeitig machen kann. Gut, ganz kurz. Trefferpunkte, okay. Dann gibt es hier die Rüstung, die Schaden verhindert. Psionische Angriffe umgehen das. Dann gibt es Schilde, die werden von Nahkämpfen umgangen. Das heißt also, wenn ich nicht psionisch von der Ferne angegriffen werde und bei beiden drei habe, habe ich sechs. Und die Bewegungspunkte haben wir schon rausgefunden. Der hat das Lasergewehr und die Granate. Das Lasergewehr hat eine Basis-Ziel-Genauigkeit von 90%, macht 11 Schaden und kann, ich denke mal, 7 Felder weit schießen und ist eine wiederholte Aktion. Heißt, kostet 1 und kann ich 3-mal machen. Die Granate trifft quasi immer. Also, die haben ja hier noch so andere Sachen dabei. Also das Lasergewehr ist von den Sichtlinienregeln betroffen. Das heißt, wenn ich da nicht gut drauf sehen kann, dann treffe ich wahrscheinlich schlechter. Und das hier ignoriert Sichtliniennachteile und kann nur einmal pro Kampf angewendet werden. Und das Taumel setzt. So, ich kann mich verteidigen. Ich kann nicht kontrolliert werden. Ich habe die ruhige Hand. Das hatten wir irgendwo schon gesehen. Ich kann wieder auferstehen und wir haben Überwachung. Das ist so wie der Overwatch bei XCOM. Dann bin ich biologisch ein Held, eine Infanterie, ein Kommandant. Ich bewege mich auf Land. Ich bin eine leichte Einheit und ich gehöre zur Vorhut. Ich denke mal, die anderen gucken bloß mal kurz. Okay, wenn wir Mods haben, können wir die reinpacken. Das sind die hier auf der Seite. Gut, es gibt grundlegende Infanterie, das sind Standardeinheiten, Plänkler-Einheiten, das sind die, die ordentlich Aua machen. Spezialisten, die können immer noch ein bisschen unterstützen. Und Elite-Einheiten sind einfach bessere Einheiten. Und wir müssen Konstruktionen bauen, um Einheiten freizuschalten. Ist jetzt fertig? Du bist fertig. Die anderen werde ich nur kurz zeigen. Da kann man hier einmal so ein bisschen gucken, was das ist. Also hier auch nochmal mit 18 Schaden, 90% Treffsicherheit, 5 Felder Entfernung. So, und die anderen. Die ungeschützte Flanken. Stimmt, da kann man an der Seite reinschieben. Schießen. Nicht? Also deswegen ungeschützte Flanken.
Und diese Tankleiter, die machen auch ordentlich Schaden, wie es aussieht. Schwere Einheit. So, und dann haben wir noch viermal Bootsoldaten. Die haben auch eine Granate, die haben ein Sturmgewehr. Die macht physikalischen Schaden. Ja, eine Standardeinheit, okay. Gut, damit haben wir das mal uns kurz angeschaut. Ja, ich bin schon 5 Minuten über, aber ich denke mal, wir bewegen uns wenigstens einmal hin. Na? Rechte Maustaste? Rechte Maustaste. So, die Produktionsanlagen der Kolonie sind aktuell untätig, Kommandant. Ich schlage vor, dass wir mit dem Bau einer zentralen Replikatoranlage beginnen, um die Produktion zu erhöhen. Ich habe die Konstruktion im Koloniefenster hervorgehoben. This is the colony interface. It allows you to inspect and control your settlements on this planet. The tabs at the top left cycle through the production and colonist options. So. Die Anzahl der Kolonisten und Sektoren, die zur Kolonie gehören, sowie die Stärke der Kolonie-Miliz werden oben angezeigt. Hier haben wir die Kolonie-Miliz. Die Kolonisten und Sektoren, die zur Kolonie. Ach, eins von einer. Ich habe jetzt einen von einem Sektor, das sind diese hübsch umrahmten Dinger. Und ich kann den nächsten Sektor ab 4 Kolonisten haben. Das heißt also, ich kann das nicht in Besitz nehmen, solange ich nicht noch mindestens einen Kolonisten habe. Under this colony's name, you can see the amount of each resource this colony generates. A description and a breakdown of the colony's income can be found in the tooltips of each resource. Das ist klar. Das ist Nahrung, die brauchen wir fürs Wachstum. Das ist Energie, die dazu kommt. Das ist die Produktion, die dann auch nur für diese eine Kolonie gilt. Das ist Wissen, das wird global gesammelt. Und das ist unsere Zufriedenheit. Und das sind unsere Bevölkerung. This is the Structure Production Tab. Colony structures can be built from here to unlock new units, strengthen the economy, and bolster the colony's defenses. Manche Konstruktionen brauchen Energieunterhaltskosten, das sieht hier jetzt noch nicht so aus. Genau. Doppelklicken, okay, oder die Auswahl jetzt noch machst. So, vorgeschlagen wird die zentrale Replikationsfabrik. Das habe ich auch mitbekommen. Zentral heißt, ich kann bloß ein zentrales Gebäude pro Kolonie bauen. Also ich kann entweder einen zentralen Reaktorkern machen oder eine zentrale Biofarm oder. Vorgeschlagen wird die Replikationsfabrik. Da kriege ich dann 15 Produktionen mehr. Das macht, glaube ich, am Anfang erstmal Sinn. Insbesondere, weil wir da ja eine Biokuppel haben, wo wir wahrscheinlich Essen herkriegen. Außerdem wird es vorgeschlagen. Units and structures can be built in a colony by selecting the produce option, which places them in the production queue. So, sobald ich da was hinzupacke, werden die Kosten sofort abgezogen. Also, die Energie- und Kosmetkosten, die Produktionskosten werden nach und nach eingeschaufelt. Ich kann die Reihenfolge ändern. So, Standard halt. Will jetzt noch nichts machen. Und hier sind wir bei der Konstruktionsproduktion. Was habe ich hier eigentlich noch? Ich könnte noch Selected Colony Tab is Unit Production. All units available for construction are listed here. Gut, sind noch nicht so viel. Die Kosten. Produktion als auch Energie. Genau, also da brauche ich 130 Produktion, 30 Energie, dauert 2 Runden und die haben eine Unterhaltskosten von 4 Energie. So ungefähr ähnliches. So, dann habe ich hier noch Sektorproduktion. List the structures that can be built in any of the province sectors of the colony. Okay, die anderen Sektoren, da können wir dann noch sagen, was die produzieren sollen. Eine von den vier Sachen, die dann zu der Kolonie zählen.
Da habe ich noch keine Sektoren angeschlossen, infolgedessen. The Colonist tab lists details of the colony's growth and happiness. The colony's output can be fine-tuned by assigning colonists to resource slots. So, können die hier umplatzen? Zuweist, weiß ich nicht. Ach, zuweist. Kolonisten-Ressourcenplätze zuweist. Neue Kommandanten sollten bei der Kolonistenverwaltung und der Nahrungsverteilung die Standardeinstellung verwenden. Ich hau das mal kurz raus. Energie haben wir noch ein bisschen genug. So, hier steht Wachstum in 3. Ja, könnte man verkürzen. Und die Produktion? Nee, nicht so richtig wirklich. Ich lasse die mal einen Moment so. Später werde ich das anders machen. So, und dann haben wir hier noch Koloniezentrum. Ah, das ist so. Da können wir gucken, was wir haben. Ich kann den Koloniennamen ändern. Wir haben das Hauptquartier da. Das gibt die Basisproduktion. Ich habe das Koloniezentrum. Die bietet da auch ein bisschen was. Und die Plätze halt. Da könnten wir forschen. Noch ist alles abgeschlossen. Hier auch. Das ist meine Kolonie. Und der Besitzer. Okay. Dann lassen wir das jetzt erstmal schließen. Achso, das ist jetzt, kriegen wir die Aufgabe erst. Okay, habe ich schon eingeleitet. When all suggested actions from the task notifier above the minimap have been handled, the option will automatically change to end turn. Ending the turn will prevent you from taking any further actions until your next turn, unless you are attacked. Okay. Wenn alles fertig ist, dann kommt automatisch das Runde beenden Teil. Ich kann jetzt nichts weiter machen. Hier haben wir noch. Events listed in the right side of the screen are significant developments that happen during the course of a game. Das ist halt unsere Liste mit den Sachen, die so passiert sind. Die kann man anklicken und dann kommt man zu dem dazugehörigen Teil. Ich kann jetzt hier noch auf Runde beenden gehen und da ich jetzt dann doch schon 32 Minuten gemacht habe, denke ich, die erste Runde ist damit zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es geht euch gut, je nachdem, zu welcher Tageszeit das ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin, alles Gute und tschüss.